Ja, mittlerweile bin ich jetzt doch schon 35 Mal durch die Eiger Nordwand geklettert. Also, ich kenne es einfach recht gut. Aber ich würde immer wieder zurück in die Eiger Nordwand gehen, weil es ist einfach eine schöne Kletterei. Das erste Mal in Nordwand, da kann ich mich noch ganz gut erinnern. Also, das war eine halbe Weltreise von uns. Da war ich noch lange im Emmental, dann mit dem Zug. Also, den ersten Tag sind wir wie auf die J-Decke unten dran gezeltelt. Und der erste Nacht sind wir dann gestartet. Und dann sind wir in anderthalb Tagen durch die Nordwand geklettert. Zwischen dem Zumal und heute, ich glaube, es sind die Leute, die den Mut haben, etwas zu wagen, etwas auszuprobieren. Und das sind die, die schlussendlich den Klettersport weiterbringen. Die Faszination von Eiger Nordwand, ich denke, das ist die Komplexität dieser Wand. Also, das ist einzigartig in den Alpen. Und dann sicher die Nähe von dieser Wand. Also, es gibt nie auf der Welt so eine Wand, die so einfach zugänglich ist. Aber ich glaube schon, in Zukunft, die Effizienz, das wird das, was der Bergsport noch weiterbringen wird. Also heutzutage sind wir viel schneller unterwegs. Also in den hohen Bergen kann man viel effizienter unterwegs sein. Und ich glaube, es geht hauptsächlich in diese Richtung. Die erste Begegnung von der Eiger Nordwand 1938, das muss man sehen, das waren Pioniere, oder? Die haben nicht gewusst, was durchgeht, ist überhaupt möglich. Und jetzt, wenn man das heutzutage schaut, und man weiss, man kommt die Wand auf, man hat ganz andere Materialien zur Verfügung, also bessere Ausrüstung. Ich glaube, es waren genau die Leute, die das so weitergebracht haben, die irgendwie den Mut hatten, etwas zu wagen, etwas auszuprobieren. Und ich glaube, das ist dann zumal und heute ist das immer noch das Gleiche, halt einfach mit einer anderen Ausrüstung und natürlich besserem Wissen.